So, damit erstmal ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du dich übergeben musst, dann solltest du vielleicht jemanden schauen, bei dem du dich nicht übergeben musst. Ansonsten bist du das Würstchen und es nicht, das hier rumzuhängen. Ich mache es dir ein bisschen einfach, indem ich dich blocke. So, vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Guten Morgen. Was hast du an diesem wunderschönen Dienstag geplant? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Habe ich außer meinen Steuererklärungen machen, jetzt kurz mal streamen, bevor ich loslege. Und nachher noch ein bisschen das Aufnehmen nicht geplant. Das Übliche eben. So, wie geht's? Gut, bisschen müde bin ich aufgestanden. Habe heute ein bisschen länger gepennt, bis 11. Wie immer halt. Wenn es wie immer halt auf mein Schlafen gesagt ist, nee. Normalerweise schlafe ich bis um 10. Heute schlafe ich, habe ein bisschen länger geschlafen. Aber ich bin auch gestern später ins Bett und um 10 aufgestanden. Gestern bin ich um 10 aufgestanden und bin aber um 5 ins Bett. Das heißt, ich habe gestern nur noch 5, 5,5 Stunden geschlafen. 4,5 Stunden geschlafen. Sowas. Dankeschön, Drachi. Schön, das freut mich. Lange gearbeitet. Was glaubst du, was ich hier gerade mache? Was hast du so lange gemacht? Wie, was habe ich so lange gemacht, seit ich aufgestanden bin? Nicht wirklich was. Ich bin aufgestanden, war auf dem Klo, habe mich dann hingesetzt, habe versucht, ein bisschen wach zu werden, habe dann überlegt, was ich mache, ob ich mal Buch Musik weitermache, ob ich ein bisschen aufnehme, ob ich an der Steuergeld gleich weitermache. Und habe mir so einen kleinen Plan zusammengelegt und dann habe ich angefangen zu streamen. So, vielen lieben Dank, Leute, für die ganze Unterstützung.
Vielen Dank, Leute, für die ganzen Likes. Boah, ich bin echt völlig im Arsch heute. Und gerade vor den Glotzer gehabt. Mike, darüber rede ich nicht. Von was denn? Wie von was denn? Wovon ich fertig bin? Ich war gestern den ganzen Tag im Garten. Stimmt nicht ganz. Ich war einen halben Tag im Garten und in der anderen Hälfte des Tages war ich auf meinem Rechner, am Rechner gesessen und habe aufgenommen und Videos bearbeitet. Was habe ich denn gestern als aufgenommen? Gestern aufgenommen Divinity, ich habe gestern aufgenommen Jurassic World, ich habe gestern aufgenommen Stardew Valley, ich habe gestern aufgenommen Black hab dann alles noch davon bearbeitet. Das ist jetzt mittlerweile auch alles fertig, also. Gespannt auf den Song. Der kommt am Mittwoch, also morgen. Das könnte ich vielleicht mal kurz erzählen. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die den Dragon Monday vielleicht nicht gesehen haben, ich habe einen neuen Song gemacht, der rauskommt. Morgen. Das gleiche Thema wie immer. Ja. Dankeschön. Fragen mal Leute, die achten auf den sind. Die sind fertig und du jammerst heftig. Pass mal auf, ja. Ich habe früher 10, 12 Stunden auf dem Bau gearbeitet. Ich habe 10, 12 Stunden in einer Metallfabrik gearbeitet. Ich habe 10, 12 Stunden an dummen Maschinen gestanden und gesessen, wo ich den ganzen Tag Standsarbeiten gemacht habe. Und ich habe noch ganz andere Sachen gemacht. Also, ich lasse mir nicht von einem vielleicht 16-, 17-Jährigen, der vermutlich in seinem Leben noch nicht den Arsch hochgekriegt hat, um zu arbeiten, nicht erzählen, was Arbeit ist und was nicht. Also ganz im Ernst, ich habe wahrscheinlich schon Arbeiten gemacht, die du in deinem Leben niemals anfassen würdest. Ganz zu schweigen davon, was du hier für einen Bullshit gerade laberst, Alter. Ja, bist wahrscheinlich irgendwie ein 13-Jähriger oder irgendwie ein Student oder irgendwas oder ein Schüler, der sein Leben noch nichts gearbeitet hat und will mir erzählen, was Arbeit ist, Alter, weißt du? Außerdem weißt du überhaupt nicht, was ich zu Hause gemacht habe und wie lange ich draußen gearbeitet habe. Das kommt noch dazu. Ich habe gesagt, ich war die Hälfte des Tages draußen, die Hälfte des Tages im Haus. Und bei mir ist die Hälfte des Tages von 24 Stunden schlafe ich 5. Gut, heute habe ich 6 geschlafen. Also rechne dann mal aus, wie lange ich draußen war. Nur mal so am Rande, ne? Kann sich ja Angeberschweine immer nicht ausstehen, Alter, weißt du? Wenn's, das Geile ist ja, wenn es nach der BLM geht, darf ich jetzt mittlerweile solchen Leuten dann mal mehr die Meinung sagen oder sie aus meinem Stream raushauen, weil es ja dann schon wieder als journalistisch redaktionell gestalteter Inhalt gilt. Genauso wenig wie ich über meine eigenen Songs oder meine eigenen Sachen reden darf, die ich veröffentliche. Was ist das für ein Schwachsinn, ey? Oh Mann. Das regt mich immer so am meisten. Wie alt war ich 2015? 2015 war ich, als ich mit YouTube, dauerhaft mit YouTube angefangen habe, war ich ungefähr 26. Und das war nämlich schon nach meinem Geburtstag. Und ich habe, bis ich 26 war, ja, jeden Tag gearbeitet.
Entweder auf der Arbeit oder zu Hause, auf dem Hof oder irgendwas. Gut, auf dem Hof habe ich mittlerweile ein bisschen schleifen lassen. Aber früher habe ich jeden Tag auf, bin ich jeden Tag auf Arbeit gefahren. Jeden Tag. Und das seit ich 16 war. Eigentlich seit ich 14 war. Mit 14 habe ich, ich hab schon mit 14 Ferien. Und Teilarbeit, also wie heißt das? Nicht Teilarbeit, Halbtagsjob so nebenbei, was man machen konnte, hat das 14-Jährige schon. Wiederholst du auch immer wieder deine Kopfautobahn? Was? Was ist eine Kopfautobahn? Das habe ich im Leben noch nicht gehört. Auch sowas würde ich gar nicht, antworten. Ja, gut, dass du nicht ich bist. Matthias, danke schön. Das gilt natürlich auch für die anderen, die ganzen Likes raushauen. Ich weiß nicht mehr, ob ich erst 4 war, aber ich habe eigentlich Zeit meines Lebens schon auch als kleines Kind auf dem Hof geholfen. Beim Viecherfüttern und alles, was man so in dem Alter schon machen konnte. Warum ziehst du nicht nach Österreich? Und was genau würde es ändern, wenn ich nach Österreich ziehe? Der Link an Merch geht nicht. So, Gizaya, glaube ich, hieß das jetzt gerade. Habe ich jetzt nicht richtig lesen können, tut mir leid. Vielen Dank auf jeden Fall. Was laberst du? Der Link geht doch. Was ist eigentlich aus deinem Event mit Lachflat? Da habe ich schon 100 Mal dazu was gesagt. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Bei mir geht er nicht. Also bei mir ging er jetzt ohne Probleme. Bist du am Handy oder bist du am Rechner? Vielleicht liegt es daran, dass da irgendeine Macke beim System würde. Das wäre nicht das erste Mal. Wenn du am Handy bist, kann es sein, dass es vielleicht nicht geht. Ich weiß es nicht. Handy, okay, das kann sein. Ja, die bauen ja momentan die Seite um, wie man sieht. Ich weiß nicht, wie es am Handy aktuell ausschaut, aber die bauen ja aktuell die Seite um. Vielleicht liegt es daran. War fast richtig ausgesprochen. Macht aber nichts. Kassiers Apfel. Okay, danke, Josiah. Tut mir echt leid. Mann, Alter. Heute bin ich echt kaum aus dem Bett gekommen. Ey. Eigentlich, wie gesagt, stehe ich ja um 10 Uhr auf, normalerweise auch ohne Probleme. Ich wache auch immer so
Eigentlich wache ich auch immer 10 Minuten vom Wecker auf. Das war auch heute der Fall. Allerdings bin ich dann gleich wieder eingeschlafen. Pfeift mir nur Gott. Ich hab, erstens habe ich nicht gepfiffen, zweitens pfeife ich mit Sicherheit ein wenig mich selbst. Und die Monate werden nimmer angezeigt. Ach stimmt, hast recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ihr lauft ja jetzt doch im Chat auch durch, jetzt lauft ihr auch nochmal hier durch, ne? Ach Mann, ey, warum haben sie es denn geändert? Die Seite war doch eigentlich super. Wenn sie was ändern hätten, sondern die Sache mit den ganzen Leuten, die hier immer rumspammen können. Lass mal da mal was in die Richtung unternehmen, dann statt das ganze Seiten-Overlay zu ändern. RJ, Dankeschön für die 50 Likes. Baron, Servus, Dankeschön. Ach, und im irgendwie langweilig, oder? Ab hier Stundenlohn würdest du ernsthaft darüber nachdenken, deinen geht es nicht unbedingt um den Stundenlohn, sondern mehr um die Arbeit. Eine Arbeit, die einen guten Stundenlohn, eine scheiß Arbeit hat, die mir nicht gefällt, macht keinen Sinn, oder? Was glaubt ihr, warum ich YouTube mache? Ich könnte mit einer Arbeit teilweise, vor allem jetzt ohne Juno, ich könnte einen normalen Job, könnte ich mehr verdienen, wenn ich Juno mache, als wenn ich nur meine Videos und so weiter mache. Wie gesagt, mit YouTube verdiene ich natürlich ein ganzes Stück mehr. Auch wahrscheinlich mehr, verdiene auch mehr, als ich wahrscheinlich verdienen würde, wenn ich arbeiten gehen würde. Aber ich mache meine Videos und auch vor allem meine Streams ja deswegen, weil sie mir gefallen, weil ich jetzt Spaß dran habe. Klar, dass ich Kohle daran mitverdiene, ist natürlich ein guter Bonus. So, was? Schöne Jazz-Hintergrundmusik. Jazz-Hintergrundmusik. Der gut. Servus, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch allen auch. Habe immer wieder einen Wackelfilm momentan. Nicht wundern. So. Ich würde an deiner Stelle einer normalen Arbeit nachgehen. Wenn du meinst. Das ist ja deine Entscheidung und nicht meine. Gibt es eigentlich Copyright oder darfst du grundsätzlich keine Musik spielen? Es geht weder um den Copyright noch um sonst was. Es geht darum, die BLM setzt mich als künstlerisch, setzt mich als Streamer auf die Liste derer, die eine Rundfunklizenz benötigen. Zum einen, weil ich über mich selbst rede in meinen Streams, weil ich journalistisch, redaktionell gestalteten Inhalt mache, indem ich Sachen rede, die mit mir zu tun haben. Das heißt, meine Musik, meine Spiele, meine Filme, Kontakte zu anderen YouTubern und Streamern, also quasi so mein Leben im Prinzip. Ich erzähle, was ich so mache, was ich so gemacht habe, was ich den Tag so geplant habe. Das alles plus die Musik und noch ein paar anderen Fakten setzen die mich auf journalistisch schnell gestalteten Inhalt, was überhaupt nicht der Fall ist. Das ist völliger Bullshit. Aber ja, und ja, deswegen lasse ich die Musik jetzt aktuell weg. Ich versuche ein bisschen so, ja,
zurückzuhalten mit Infos, die ich euch gebe, so über mich. Mit dem neuen Song, der morgen rauskommt, habe ich jetzt kurz mal angesprochen. Aber das war es eben, dabei bleibt es auch. Der Witz ist im Prinzip, meine Streams sind ja nichts anderes als mein Blog. Ne? Nur, dass er live ist und so. Auch, dass ich auf die Kommentare eingehe, das ist das Geilste überhaupt. Auch, dass ich auf die Kommentare eingehe und mich mit euch unterhalte, dass ich entscheide, wer schreiben darf und wer nicht schreiben darf, was ich daneben bin und die blogge. Auch das wird als journalistisch, redaktionell gestalteter Inhalt betrachtet. Kultwari, Dankeschön für die 50 Euro. All hauptberuflich journalistisch steht dir. All hauptberuflich journalistisch steht dir dann auch ein Presseausweis zu. Würde ich mal beantragen. Ich beantrage überhaupt keinen Presseausweis, weil ich keinen journalistisch redaktionell gestalteten Inhalt betreibe. Ich hoffe, die BLM versteht endlich, dass du im Recht bist. Muss dazu nichts groß sagen. Pass auf, oder generell passt auf. Das ist, also die Sache ist ja, das Ganze ist ja dadurch ins Rollen gekommen, dass die BLM von den Hatern einen gefälschten Brief bekommen hat, den sie mittlerweile auch geprüft, durch verschiedene Quellen wissen, dass es definitiv gefälscht ist, mit meiner Unterschrift und allem. So. Und die BLM hat es mittlerweile mitgekriegt. Die BLM hat mich unter anderem gar nicht dazu gelassen, dass ich eine Rundfunklizenz bekomme, weil ich angeblich Briefe bekommen habe, die ich nie erhalten habe. Und auf diese Briefe, die ich nie erhalten habe, auch nicht geantwortet habe. Wie soll ich etwas antworten, was ich nicht erhalte? So. Das war der Grund, warum ich das erste Mal die Sperre bekommen habe. Und jetzt, nachdem sie wissen, gesagt habe und auch, dass ich keine Briefe bekommen habe, kommen sie mit dem Punkt daher, dass sie mich nochmal geprüft haben, dass die Sperre aber nicht aufgehoben wird. So, das heißt, ich bin eigentlich gesperrt, ich darf eigentlich nicht streamen. Allerdings ist mir das momentan herzlich scheißegal. Die werden versuchen, eure Strafe zu beantragen, gehe ich von aus. Wenn ich die nicht zahlen kann, die ich mir momentan wirklich nicht leisten kann, selbst wenn ich meine Streams nie unterbrochen hätte, wird es darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich im Knast lande. Der Witz ist, dass die Inhalte, die ich jetzt aktuell mache, ich spreche jetzt mit Klartext, wie es ausschaut, das ist mir jetzt auch gerade egal mittlerweile, ehrlich gesagt. Der Fakt ist jedenfalls der. Die beziehen sich darauf, dass ich journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte mache, weil ich, also es gibt vier Punkte. Ja? Streams, das habe ich auch schon mal erzählt. Streamer brauchen eine Rundfunklizenz, wenn vier Punkte erfüllt sind. Darunter fällt der Punkt, dass man auf einer Plattform streamt, auf der mehr als 500 Zuschauer gleichzeitig zuschauen können. Das hat man auf jeder Plattform der Fall. Also nicht zuschauen, sondern können. Das heißt im Klartext, es ist völlig egal, ob wir 500 haben oder nicht. Ich meine, die Leute, die öfter da sind, wie zum Beispiel Apfel oder so, die wissen ja, das sind ja noch mehr da, aber ne? Nur als Beispiel, Apfel zum Beispiel ist ja schon sehr lange dabei. Und Apfel, ganz im Ernst, haben wir, abgesehen von der Zeit, nachdem ich den Stream verlassen habe, also nachdem ich jetzt leider nicht gestreamt habe und wieder gestreamt habe, haben wir irgendwann in der Zeit mal über 500 Zuschauer gehabt. Weil der Schnitt, meines Wissens nach, der Schnitt liegt zwischen 250 und 350 Zuschauern. Wenn wir mehr als 300 hatten, waren das schon sehr viele. Zumindest ist das, was ich noch im Kopf habe. Nachdem ich natürlich längere Zeit pausiert habe, dann war das natürlich wieder was anderes. Es läuft darauf hinaus, dass unter anderem auch journalistische redaktionelle Gestaltung der Fall sein müssen. Jetzt der erste Stream wieder und ganz früh, aber in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich nicht. Ja. Das sind vier Punkte. Wenn die 500-Zuschauer-Marke
überschritten werden kann, nicht wird, sondern kann, dann gilt es schon als erfüllt, der Punkt. Zweite ist regelmäßige Streams, als Streamplanung in Klammern. Das bedeutet, dass ich immer zur gleichen Zeit streame und dass ich auch immer plane, wann ich streame. Das heißt, ich streame Montag, Mittwoch und Donnerstag zum Beispiel. Und das ist auch, auch dann wirklich so, dass ich dann Montag, Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag streame. Manchmal streame ich eine Woche, manchmal streame ich zwei Tage gar nicht, oder mal mehrere Tage hintereinander gar nicht. Aber im Normalfall läuft es darauf hinaus, dass ich regelmäßig streame. So. Also in Anführungszeichen. Das ist ein Punkt, darüber kann man sich streiten. Dann gibt es den Punkt, dass er journalistisch redaktionell gestalteter Inhalt sein muss. Normalerweise sind journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte so Sachen, wo ich mir irgendwie einen Plan gemacht habe, was ich in meinem Video oder in meinem Stream erzählt will. Und ich halt quasi, ich will jetzt über, keine Ahnung, ich habe hier ein Poster, sagen wir mal, Dodo Pesch reden. Ja? Ich will jetzt über Dodo Pesch reden, ja, ich habe ein neues Album, bla 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 bla, und dann ratter ich an, erzähle über diese Infos und so weiter und so fort. Dankeschön, Peggy. Und erzähle irgendwas über das Thema. Das wäre dann journalistisch gestaltet, vor allem wenn ich dann irgendwie einen Zettel hingelegt habe und dann alles wirklich drüber gesehen habe und weiß, was ich halt erzählen will. Allerdings sieht die BS mit der journalistisch redaktionell gestalteten Inhalt ein bisschen drüber. Ja? Also das ist ein bisschen ein größerer Umfeld bei Ihnen. Bei Ihnen heißt es nämlich auch, dass wenn ich über mich selbst rede, also über meine eigenen Erfahrungen, weil ich ja selbst bin oder irgend sowas in die Richtung, ja, ich hasse diesen Begriff auf mich selbst. Da ich ja selbst des öffentlichen Lebens bin, dadurch und ich dann halt über mich auch über mich selbst was erzähle, das ist geil, über mich selbst was erzähle, dadurch brauche ich einen, mache ich schon journalistisch redaktionell gestalteten Inhalt, ja, und lauter BLM sind halt alle vier, fünf Punkte, die erfüllt werden müssen, schon erfüllt, egal wie viele Punkte erfüllt sind, journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte habe ich noch nie gemacht und mache ich auch nicht, und es ist völliger Schwachsinn, auf mich bezogen sowas zu setzen. Ich meine, die einzig journalistisch redaktionell gestalteten Sachen, die ich je gemacht habe, das war auf meinem Hauptkanal, vielleicht Dragon Monday ganz am Ende und das auch bloß ein paar wenige Folgen von früher noch, auf Metal, das sind so journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte. Oder meine Videos von früher, die ich gemacht habe, mein 100, 200 und 300 Abo-Special, wo ich über die nordische Biologie erzählt habe. Solche Sachen sind ja, aber die BLM sieht das ein bisschen anders und der BLM ist auch scheißegal, wie ich das sehe oder wie das so sein soll. Und anstatt, dass sie mir dann sagen, okay, dann, wenn ich Rundfunklizenz mache, dann ist das so, so oder so. Die geben mir noch nicht mal eine andere Option. Ja? Die geben mir noch nicht mal eine Alternativoption, dass sie sagen, okay, dann lassen sie in Zukunft diese Themen weg und dann brauchen sie keine Rundfunklizenz. Nein, sagen einfach, ja, es ist jetzt so und es muss jetzt so sein. Also, die haben einen riesen Fehler gemacht mit der Sache, mit der gefälschten Sache, ja, danke für die 50 Likes übrigens, mit der gefälschten, und tu mir bitte den Gefallen, sind die noch nicht so oft. Die haben einen riesen Fehler gemacht mit der gefälschten Unterschrift und dem gefälschten Antrag, haben sich dafür nicht entschuldigt, kommen dann her und sagen mir nicht einmal, dass die momentan das Urteil mal aussetzen und es weiter nochmal überprüfen und alles. Und selbst wie sie das gemacht haben, haben sie mir nicht die Option gegeben, okay, ich muss auch die und die Sachen machen, das und das weglassen und dann kann ich meine Videos ganz normal oder meine Streams ganz normal weitermachen. Nein, anstatt dass sie mir die Chance geben, sagen sie, okay, ich muss jetzt hergehen und muss jetzt eine Rundfunklizenz beantragen. Ich muss. Ich persönlich habe immer eigentlich das im Kopf gehabt, dass man auch eine Alternative haben kann. Man kann es so oder so machen. Andere Streamer, die streamen auch ganz normal. Es gibt viele Streamer da draußen, die rundfunklizenzpflichtig wären, ja, in Anführungszeichen, und es auch nicht machen. Und dann kommen sie zu mir. Die Streams, die Hater machen, wo sie meine Sachen restreamen, sind mehr journalistisch redaktionell gestaltet als meine. Also, weil die ja meine Sachen streamen und meine Sachen zeigen und alles.
dass die zu denen kommen und zu denen, die hier die Scheiße bauen, die auch noch nicht mal gewerblich angemeldet sind wahrscheinlich und damit Kohle machen. Ja. Gut, das waren jetzt so die Infos dazu mal. Ich hoffe, es hat jetzt auch mal jeder verstanden. Und ich möchte das jetzt immer wieder ansprechen müssen, das Thema. Ja, und wie, was? Und wie wirst du jetzt mit den hohen Summe? Gar nicht. Die sollen sich hüten davor. Das ist doch eine Drache, oder? Beth? Das ist doch kein Drache. Das sind Dinosaurier. So. Wird von der BLM auch bezeichnet, dass ich journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte mache, weil ich unter anderem auf meinen Chat eingehe, weil ich über meine eigenen Sachen erzähle, weil ich Musik im Stream laufen habe, im Hintergrund, wo ich immer, die schreiben sogar noch dazu, im Hintergrund. Hä? Das ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Und dann hat man nicht einmal die Größe, obwohl man einen Fehler gemacht hat, sich dafür zu entschuldigen. Da hängt halt eine Existenz dran. Da sollte man dir eigentlich, dann sollte mir, man so, sollte man dir entgegenkommen. Das ist das Nächste, ja. Ich hab mir wirklich im Laufe der letzten Jahre so viel aufgebaut, alleine aufgebaut, zum Großteil. Habe es natürlich ein paar wieder meiner Musik und so, aber der Großteil meines ganzen Zeugs, vor allem auch YouTube und Juno und so weiter, habe ich so gut wie nur alleine gemacht und habe mir alles, was ich habe, alleine aufgebaut. Aber stattdessen gehen sie lieber her und zerstören die Existenz eines Menschen, der sich aus dem Nichts irgendwas erschaffen hat. So. Naja, es bleibt dir nicht viel übrig, als diese Lizenz zu beantragen. Es bleibt mir durchaus etwas übrig. Ganz ehrlich, es bleibt mir etwas übrig. Es gibt eine Option, die mir übrig bleibt. Eine sehr interessante Option, die ich in Kauf nehme. Und zwar, dass ich eine Strafe bekomme, beziehungsweise im Knast lande. Die Strafe nehme ich in Kauf, weil ich bin meiner Meinung nach einfach nicht journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte und habe damit auch keine Notwendigkeit einer Rundfunklizenz. Zumal ich im Laufe der letzten 2 Jahre darauf geachtet habe, dass ich nicht unter diese scheiß Rundfunklizenz falle. Und dann kommen die daher und gehen aufgrund eines Haters davon aus, dass ich das tue und dass ich auch beantragt habe noch. Das ist ja auch das Schönste, das ist das Schärfste überhaupt. So, na warum hast du dieses Video jetzt doch nicht gemacht? Welches Video? Dein Grinsen vor die Was? Servus. Beantworte doch einfach. Was? Beantworte doch einfach die Lizenz. Ich beantrage keine Lizenz. Nicht beantworte, sondern beantrage. Ich beantrage keine Lizenz, weil ich bin nicht lizenzpflichtig. Außerdem kommt mit der Lizenz auch sehr viel Zeug. Da kommt dann einiges an Kohle auf mich zu. Selbst wenn die Lizenz nicht so teuer ist, wie sie ursprünglich mal war, kommt dann trotzdem einiges Zeug auf mich zu, das ich nicht möchte. So, jetzt mache ich mal da unten weiter mit Fragen, weil sonst komme ich nicht mehr hinterher. Dann musst du klagen oder nicht aus. Was? Aus. Was? Ausditzen? Was ist denn Ausditzen? Statt aussitzen, okay. Wenn du meinst, hast du keine Chance auf einen Beratungsschein oder Prozesskostenhilfe? Du, ganz im Ernst, mir geht es am Arsch vorbei. Ich riskiere es. Die sollen mich einsperren, wenn sie unbedingt meinen. Leute, eine Sache ist euch anscheinend. Stopp. Warum geht jetzt das Ökosystem an? Eine Sache ist euch anscheinend noch nie aufgefallen. Ich bin auch bereit dafür, für meine Überzeugung in den Tod zu gehen, geschweige denn auch in den Knast, wenn es nötig ist. Ich glaube zwar eigentlich, dass ich den Knast zerstören würde, wenn ich in den Knast gehen würde, weil wenn ich sehr viel zu Hause bin, meine Freiheit, das zu tun, alles liebe, ja. Aber ich bin auch bereit dafür, für meine Überzeugungen in den Knast zu gehen. Und ich bin davon momentan überzeugt, dass das, was die BLM macht, ungerecht ist. Dass das, was die Hater damit abgezogen haben, nicht so durchkommen kann. Und wenn ich mich täusche und wenn die Hater wirklich damit durchkommen, was sie für eine Scheiße gebaut haben, dann bin ich bereit, trotzdem dafür, für meinen Glauben ins Gefängnis zu gehen, wenn es unbedingt sein muss.
kann ja schon, ach, hab ich schon. Ihr solltet auch mal übrigens eine Sache bedenken, ne? Warum kommen die BR jemanden zu wie ich? Jemanden, der nicht genug damit verdient und jemanden, der offensichtlich auch nicht Kohle dafür hat. Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich kann mich nicht wehren. Und wenn ich jetzt plötzlich keine Rundfunklizenz oder wenn ich jetzt plötzlich eine Rundfunklizenz brauche und dafür eben dann auch in den Knast komme oder sonst was oder Strafen zahlen muss oder was weiß ich alles, dann haben die, weil dann sehen halt kleinere Streamer so, oh, der braucht eine Rundfunklizenz, ich bin auch nicht so viel kleiner wie er, jetzt brauche ich unbedingt auch eine, muss ich gleich eine beantragen. Auf die Art und Weise machen die Kohle, versteht ihr? Die gehen her und sehen, oh ja, den könnten wir bestimmt dazu bringen, dass er nicht mehr streamen kann oder dass er eine Rundfunklizenz beantragt. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir da Propaganda dadurch gleich haben, weil der sich bestimmt aufregt in seinen Videos oder Streams. Und dadurch kriegen wir mehr Leute zusammen, die die Rundfunklizenz beantragen. So einfach ist das. Zumindest ist es meine Meinung dazu. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass es das so laufen wird oder so laufen soll. Und da mache ich nicht mit. Magst du noch was? Magst du noch das Treppenlauftraining? Logisch. Wie findest du das neue Update von YouNow? Das Layout schaut so scheiße aus. Mir gefällt es überhaupt nicht. Das andere Layout war besser. Ich habe mich zwar mittlerweile schon ein bisschen daran gewöhnt, aber. Nee, es geht gar nicht, ey. So. Ich wehre mich auf meine Weise. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben genug durchgemacht und genug Erfahrungen, keine Chance haben würde. Aber ließ sich ihre Gesetze und ihre Rechte so zurechtbiegen würden, dass ich sowieso keine Chance habe. Und dann habe ich auch noch einen Haufen Kohle verschwendet. Nein, ich mache das auf meine Weise. Und wir werden jetzt dann nicht weiter darüber diskutieren. Die Lizenz selber ist nicht das Teure. Was teuer ist, ist die Sachen, die nach der Lizenz auf mich zukommen. Überlass die Entscheidung, was ich mache. Es ist mein Leben und es ist meine Entscheidung, so wie es schon immer der Fall war. Wann machst du wieder mal Musik an? Ich mache keine Musik an aktuell und ich denke, es wird auch darauf hinauslaufen, dass ich keine Musik anmache, einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, dass das eh keinen Sinn hat. Also ich versuche dann schon ein bisschen auch die Möglichkeit, denen die Beweggründe dessen nehmen, weswegen sie meinen, dass ich journalistisch redaktionelle Inhalte mache. Und da gehört unter anderem die Musik dazu. So, wie lange müsstest du in den Knast? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich ein Jahr oder so. Es kommt darauf an, was die für einen Tagessatz berechnen. Falls es überhaupt dazu kommt. Soweit sind wir ja noch nicht. Ich werde jetzt die Frage noch beantworten und dann tut mir den Gefallen und schwenkt mal ein und stellt mal andere Fragen oder redet über andere Sachen mit mir. Weil ich möchte das Thema jetzt nicht weiter ausbauen. Da haben wir jetzt sowieso schon zu lange drüber geredet. Die Frage, die ich noch beantworte, ist, was kommt denn nach der Lizenz auf dich zu? Also, mal angenommen, ich würde die Lizenz beantragen, mal angenommen, ich würde sie bekommen und mal angenommen, ich hätte sie. Dann käme auf mich unter anderem sowas zu wie, ja, also ich müsste dann hergehen und müsste einen Typi einstellen, der für, heißt das, der einen Jugendschutzbeauftragten einstellen. Wenn ich weiterhin meine Streams mit Musik, müsste ich eine Sache mit der GEMA machen, mit der GEMA klären, bräuchte eine GEMA-Lizenz dafür.
Und da kommen noch viele andere Faktoren dazu. Hast du vorhin noch was geplant? Nur das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich werde jetzt den Stream dann gleich beenden. Ich werde dann meiner Steuererklärung weitermachen. Ich werde anschließend dann noch ein bisschen mein Buch weiterschreiben und später muss ich noch ein bisschen das aufnehmen. Hast du heute noch was vor? Haben wir schon gehabt? Darf man dich besuchen kommen? Nein, natürlich nicht. Habe ich auch schon so oft gesagt, man soll mich nicht besuchen, egal ob Fan oder Hater, es ist mir egal. Ich will nicht, dass man mich besucht. Wenn mich hier besucht, dann rufe ich die Bullen, wenn er hier Scheiße baut, hier rumschreit oder sonst was. Ich will das nicht. Finde es super, dass du Stardew Valley spielst. Habe wegen dir auch wieder angefangen. Okay. Freut mich, wenn es dir gefällt. Was sind das für Schwerter hinten? Hinter dir? Kannst du damit umgehen? Naja, eigentlich sind es Zierschwerter, aber ich kann auch ein bisschen damit umgehen, ja. Kann mich da nicht auch. Das ist ein europäisches Tier. Das ist ein ganz normales Katana, also ein Samurai-Schwert. Das ist aber nur ein kleines. Der richtige Samurai-Schwert war ein viel größer. Glaube ich jedenfalls. So, machst du mal wieder einen TS oder Discord? Finde es super. Achso, hatten wir schon. Ja, finde ich voll cool. Außergewöhnliches Hobby. Ach so, die Schwerter meinst du? Ich werde überlegen müssen, was du meinst. Stream doch woanders auf Live. Das ändert ja nichts. Hast du mitbekommen, dass man ein CSGO-Spiel mit. Ja, weiß ich. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass die Leute überhaupt noch CSGO spielen. Es ist nicht mittlerweile schon sowas von veraltet. So sind die Leute auch immer so, oh, voll Grafik, alles, boah. Und dann spielen alle CSGO und denken so, hä? Gibt es weit bessere Spiele. Auch bessere Shooter. Warum streamst du nicht oder bei Lavu? Weil ich auf Juno streame. Warum soll ich jetzt auf Lavu streamen? Das ändert doch nichts. Ist doch kostenlos. Na und? Es geht nicht ums Geld. Meinung zu Artikel 13? Nein. Glaubt mir, das ist nicht angemessen. Guter Drache, alles klar bei dir. Hoffe, es geht dir gut. Dankeschön. Hoffe, es geht euch allen auch gut. Drache, deine Sch dein Sch Was sieht echt gut aus? Grazie. Schön laut. Ich verstehe es in der Englischschule dann auch nicht. PewDiePie hatte ich erwähnt. Ja, weiß ich, das ist doch schon 5 Jahre her oder so. Oder 3 Jahre. Aha, Lady, Bett. Was machst du? Ich mache mir den Kaffee. Boah, ich könnte demnächst mal wieder ein Mädel gebrauchen.
Hast du eine Fortbewegungsmittel? Ja, man nennt es Auto. Ohne Milch und ohne Zucker. Ist die Milch, hier ist der Zucker. Ich mag auch Kaffee. Ganz ernst, ich hätte eigentlich gerne so eine richtig große, fette Kaffeemaschine. Also so eine Bohne, die frisch gemahlen werden. So eine hätte ich gerne. Aber die Dinger sind ja unfassbar teuer, die kosten ja fast ein Tausender. Ich bin auch Single. Das ist schön für dich. Warum ein Mädel? Weil das Leben alleine nicht so schön ist. Aber ich kann mir eh kein Mädel aktuell leisten. Also nicht vom Geld her, sondern wegen den Hatern. Ich glaube, du bekommst kein Mädel für einen Kaffee, für deinen Kaffee ab. Was? Ich glaube, du bekommst kein Mädel für dein, was, für deinen Kaffee ab. Hä? Muss ich das verstehen? Lass dir doch ein Mädel kommen. Kostet 150. Ja, wenn ich irgendwelche Krankheiten will, vielleicht. Außerdem hast du mich falsch verstanden. Wegen Sex. Erzähl mal ein bisschen was über den Song. Nein. Da müsst ihr schon bis morgen warten. Da kommt aber ein Video dazu, keine Sorge. Pack doch auf deine Amazon-Wunschliste. Was? Ich soll ein Mail auf meine Amazon-Wunschliste packen? Also, wie krank bist du denn bitte? Und die müsste unfassbar viel gewartet werden. Was? Achso, die Kaffeemaschine. Ach, gut, dass du es dazu geschrieben hast, Apfel. Apfel weiß mittlerweile, wie ich denke, glaube ich. Hat genau gewusst, dass ich jetzt erstmal, was? Erstmal an die Sache mit den Mädels denke, wenn er das so schreibt. Kommt der Song heute? Nein, der kommt morgen. Bist du verliebt? Aktuell. Kein Kommentar. Ich habe eine Vollautomat zum Ab was abgeben, weil ich einen neuen gekauft habe. Schön. Eine Art der Hater was promotet Rainer nur die ganze Zeit. Was? Hallo Drache, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Danach frage ich auch die Kaffeemaschine. Was? Nicht das Mädel. Was? Warum ist deine Stream so ruhig? Ist die Nebelmaschine kaputt? Was hat die Nebelmaschine damit zu tun, dass das Stream ruhig ist? Nee, die Nebelmaschine ist nicht kaputt. Ich benutze die nur aktuell immer so gerne wegen der Sache mit Benedict. Wie auch immer. Warum ist deine Streams? Das hatten wir schon. Genau, Frauen brauchen auch gelegentlich Wartung. Aber das heißt dann Friseur. Ah, okay. Ganz schlau, der Gute. Mädels aus Rumänien kosten nicht viel. Da kannst du dir auch gleich, da kannst du dir auch gleich kostenlos eine Hypothese. Kannst du dir gleich auch kostenlose Geschlechtskrankheit von jemand anderem holen. Amazon-Wunschliste. Jesse. Liebe geht, was? Liebe, gute, viele kann auch viele nehmen. Liebe gibt vieles, kann aber auch viele nehmen. Achso. Ich finde es gut, dass du drauf bist. Was? Ich bin voll der Psychopath, Alter. Mach mal wieder was Krasses. Also krasser als aktuell mich der BLM zu widersetzen, fällt mir nicht ein. Hatten wir schon, hast du abgenommen? Weiß ich nicht. Hepatitis ist das Wort. Ich weiß, dass es das heißt. Ich konnte es nur gerade irgendwie nicht aussprechen, weil ich zu blöd dafür bin. Geh doch in den, wenn du körperliche Liebe suchst.
Wer sagt, dass ich körperliche Liebe suche? Ich habe gesagt, ein Mädel. Unterschied, Kollege. Aber gut zu wissen, dass du gleich wieder an Sex denkst. Liebe ist Schlüssel zum Glück. Aha. Dieser Filter ist doof. Ich habe schon überlegt, ob ich selber mal einen Post mache, dass die Hater sich wieder aufregen. Dieser Filter ist doof. Hatten wir schon. Dankeschön für die 50 Likes. Du bist kein Psycho. Du lachst wenigstens mal. Das ist alles nur psychologische Kriegsführung. Bist du noch sportlich aktiv? Aktiv bin ich schon. Körperliche Liebe findest du im auch nicht. Das kommt drauf an. Und tu mir bitte den Gefallen und verhaltet euch im Chat halbwegs angemessen, bitte. Oder eigentlich generell angemessen. Alles, was ich schreibe, wird gefiltert. Warum? Kann ich sagen. Was? Was? Was willst du denn sagen? Oh, ich bin strunzdumm. Bist ein feiner Kerl. Nee. Kommst du aus Russland? Wenn du das fragen musst, was man mit Frauen alles machen kann. Rainer ist, was er tut. Nein, kommst du denn darauf? Nur weil ich auf eine gewisse Art und Weise das. Ich bin überhaupt nicht schlau.